Euro 1,43 für Wasserkraft. Hier gab es einen Verkehrsunfall, wobei eine Person dabei leider verstorben ist. Die Person war im Fahrzeug eingeklemmt, wurde durch die Feuerwehr nach Rücksprache mit der Polizei aus dem Fahrzeug geborgen. Aufgrund der massiven Einklemmung der Person in den Fahrzeug, auch die Fahrzeuge der Wache in Neuruppin hier, die mit noch zusätzlich schwerem Gerät wie Schere, Spreizer, Rettungszylindern hier vor Ort waren. Wir mussten insgesamt 3 Rettungszylinder im Fahrzeug ansetzen, um die Person aus dem Fahrzeug zu befreien. Die Rettung war ziemlich kompliziert und hat einige Zeit in Anspruch genommen, sodass die Person dann mit Hilfe eines Spineboards aus dem Fahrzeug über den Fahrersitz raus gerettet werden konnte. Und die Problematik bei dieser Einsatzlage bestand darin, dass der Patient in einem Cabrio festsaß, wobei die A-Säule, die B-Säule und der Fahrzeugschweller zusätzlich mit Stahl verstärkt sind und somit die Rettungsgeräte auch schnell an ihre Leistungsgrenze kommen.